Blessings Family und willkommen hier in Calgary zu einem weiteren Villitorial Boeing 787-10 Dreamliner. Vorbereitung Cockpit und Start-up. Bevor wir aber ins Cockpit gehen, nicht verpassen die vorherigen Villitorials oder Music Playlists oder die Highlights aus den verschiedenen Twitch-Streams mit der Copter Family. So, lasst uns dieses Cockpit mal genauer angucken. In erster Linie, wir haben keine External Power, das funktioniert hier beim Dreamliner noch nicht. Ist zwar da, aber es geht nicht. Nichtsdestotrotz, wir beginnen natürlich mit Battery On. Batterie läuft, APU können wir auch gleich einschalten. Wir wollen ja die Triebwerke starten. Starten wir den APU, let's go. APU starten, natürlich. Beacon Light on, wenn ihr wollt, Nav Light könnt ihr auch gleich einschalten. Schauen wir, dass wir etwas Licht bekommen. Da haben wir Overhead Panel, können wir aufdrehen, den Dom ist bekannt. Dann haben wir hier unten Blendschutz, wenn ich sagen kann. Und dann haben wir, das sind zwei, das da oben auch noch. Nicht zu hell, wunderbar. Haben wir hier ein Lower Display. Hoppala, das ist gut. Wenn ihr wollt, könnte man hier noch die gesamte Helligkeit erhöhen oder dimmen. Geht's weiter. Haben wir hier unten auch nochmal die Helligkeit. Sieht man jetzt schlecht. Ja, ein bisschen sieht man es, weil die Sonne so schön rein leuchtet. Dann zu den Instrumentenbrettern haben wir hier zwei Räder und hier eines und hier auch noch mal eines und natürlich auf der Seite genau dasselbe. Nun wollen wir die Triebwerke starten und gucken zuerst, ob das APU, unser Hilfstriebwerk, schon gestartet ist. Das machen wir, indem wir hier auf System klicken. Wechselt dieser Display auf Half, dann sind wir gleich auf Statistiken und wir sehen APU RPM 100% und unser APU läuft. Das heißt, wir können auch mit dem Triebwerkstart beginnen. Machen nochmal kurz Light-Test. Beacon Light haben wir gesetzt, Navigationslichter auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch die Logo-Lichter einschalten. Machen wir jetzt hier nicht. Jetzt geht's weiter, damit unsere lieben Triebwerke Treibstoff bekommen, müssen wir unsere Pumpen zuerst mal alle einschalten. Hier haben wir alle unsere Pumpen, die sind jetzt eingeschaltet und jetzt können wir mit dem Triebwerkstart beginnen. So wie immer beginnen wir mit dem Triebwerk Nummer 2. Hier oben im Overhead Panel haben wir Triebwerk 2 für den Start. Stellen wir auf Starter, gehen wir runter und zünden das rechte Triebwerk. Wir gucken auf unseren Instrumenten und wir sehen, das Triebwerk fährt hoch. Sobald das rechte bzw. zweite Triebwerk available ist, machen wir dasselbe mit unserem ersten Triebwerk. Das heißt, wir schalten hier auf Starter um und ziehen den Starthebel und überwachen unsere Instrumente und wir sehen N2, Triebwerk 1 fährt hoch. Nun haben wir beide Triebwerke available. Wir sehen Green und Konstant. Das heißt, wir können unser APU ausschalten. Ganz einfach, APU off. Wir brauchen unser Hilfstriebwerk nicht mehr. Das wäre der einfache Startvorgang vom Dreamliner. Ich hoffe, es konnte dir etwas helfen. Wenn so ist, Daumen hoch nicht vergessen. Wenn du Bock hast, kannst du auch gerne ein Abo dalassen. Und ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal oder in einem Livestream auf Twitch. Billy Captain, Party Pilot.